In Thalheim in Sachsen-Anhalt begann die Q-Cells AG im Sommer 2001 mit der Produktion von Hochleistungs-Solarzellen. Aus den kühnen Visionen der Firmengründer ist ein schnell expandierendes Unternehmen mit einer der größten und modernsten Produktionsstätten weltweit geworden. Die Entwicklung neuer Zellenformate und die ständige Optimierung der Fertigungsprozesse setzen neue Standards für die gesamte Branche und machen Q-Cells zum führenden, unabhängigen Hersteller von Photovoltaikzellen. Paul Grunow ist einer der Gründer von Q-Cells und Leiter der Abteilung Produktmanagement. Erneuerbare Energiequellen bestimmen den Energiemarkt der Zukunft. Insbesondere Photovoltaik, das heißt die direkte Umwandlung von Licht in Strom, wird dabei eine entscheidende Rolle spielen. Q-Cells ist weltweit führender Entwickler und Hersteller von Photovoltaik-Solarzellen. Hier am Standort Thalheim entstehen Hochleistungs-Solarzellen mit klar definierten Leistungsmerkmalen. In der Wertschöpfungskette der Photovoltaikindustrie nimmt Q-Cells eine Schlüsselposition ein. Q-Cells veredelt die Rohwafer zu Solarzellen höchster Qualität, die zu Solarmodulen und Anlagen weiterverarbeitet werden. Aus den sogenannten Rohwafern aus multikristallinem Silizium entstehen die eigentlichen Solarzellen. Die Rohlinge durchlaufen zunächst einen Qualitätstest auf korrekte Maße, Gewicht und etwaige Beschädigungen der Kanten und Oberflächen. Der Weitertransport zur Nassbank erfolgt in Kunststoffmagazinen zu je 100 Wafern. Hier werden die Rohwafer nasschemisch von eventuellen Sägeresten befreit und vor der weiteren Verarbeitung gereinigt. Das Ätzen und Spülen erfolgt automatisch nacheinander in verschiedenen Becken. Im Ätzbad aus Kalilauge wird die raue Oberfläche der Wafer abgetragen. Anschließend werden die Wafer getrocknet. Eine Solarzelle besteht aus einem großflächigen PN-Übergang. Um diesen zu erzeugen, werden die positiv leitenden Rohlinge im Diffusionsofen bei ca. 900 Grad mit Phosphorgas mit einer N-leitenden Oberflächenschicht versehen. Weil die Kunststoffmagazine im Ofen schmelzen würden, werden die Rohwafer auf Prozessboote aus Quarz umgeladen. Im Ofen werden die Wafer einer phosphorhaltigen Atmosphäre ausgesetzt. Bei den hohen Ofentemperaturen diffundieren Phosphorteilchen in Wafer hinein. Dadurch erfolgt eine Umnotierung der Waferoberfläche von positiv auf negativen Leitungstyp. Zur Prüfung des Diffusionsprozesses wird bei jeder sechsten Zelle eine Messung des Schichtwiderstandes durchgeführt. Um eine saubere Trennung von positiver und negativer Schicht zu erreichen, werden die Solarzellen im Plasmaätzer an ihren Kanten isoliert. Die Reaktionsgase werden zu einem Plasma aktiviert und wirken aggressiv auf die Kanten der Wafer ein. Positive und negative Schicht sind nun sauber getrennt. Anschließend wird das bei der Diffusion als Nebenprodukt entstandene Phosphorsilikatglas in einem zweiten Ätzbad entfernt. Damit so wenig wie möglich Sonneneinstrahlung verloren geht, wird die Solarzelle mit Siliziumnitrid beschichtet und erhält damit ihre blaue Farbe. Der Wasserstoff im Siliziumnitrid trägt gleichzeitig zu einer deutlichen Leistungssteigerung der Solarzelle bei. Vor der Beschichtung werden die Zellen aus dem Ätzmagazin in Graphitboote umgeladen. Das Beladen der Boote mit unbeschichteten und das Entladen der beschichteten Zellen erfolgt hierbei parallel. In einem plasmaverstärkten Vakuumprozess werden die Reaktionsgase Ammoniak und Silan an der Oberfläche des Wafers als Siliziumnitrid abgeschieden.
Die fertig beschichteten Zellen werden weitertransportiert und von einer Kamera auf ihre Farbigkeit überprüft. Um die elektrische Leistung aus der Zelle ziehen zu können, werden per Siebdruck Kontakte aus Silberpaste aufgebracht. Auf der Vorderseite der Zelle entsteht so das charakteristische Gittermuster. Die Rückseite bekommt ebenfalls zwei Kontaktstreifen aus Silberpaste und zusätzlich eine Schicht aus Aluminium, das sogenannte Back Surface Field. Dieses wirkt wie eine Art Spiegel auf die Elektroden. Bei etwa 900 Grad werden die Kontakte im Feuerofen eingebrannt. Durch die hohen Temperaturen dringt die Silberpaste in das Lithium ein und bildet so einen zuverlässigen elektrischen Kontakt. Die Zellen sind jetzt im Grunde genommen fertig. Sie werden jetzt nach Leistungsklassen und nach optischen Kriterien sortiert. Ein Sonnensimulator testet jede einzelne Zelle und ordnet diese einer von 48 Qualitätsklassen zu. Minimale Toleranzen ermöglichen so die Auslieferung von Solarzellen mit klar definierten Leistungsmerkmalen. In Zukunft werden die Zellen noch dünner, noch größer, noch leistungsstärker. Der Produktionsprozess wird weiter optimiert. So reduzieren sich die Kosten über die gesamte Fertigungskette bis hin zum Endkunden.